Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe des Maritime Innovation Update, dem wöchentlichen Format des Fraunhofer CML rund um innovative Themen der maritimen Wirtschaft und Logistik. Mein Name ist Maximilian Reimann und ich habe die Ehre, den heutigen Vortrag zum Thema Computer Vision, Bilderkennung durch KI, meines geschätzten Kollegen Steffen Klöver zu moderieren. Der Vortrag setzt thematisch an dem bereits in der letzten Woche von unserer Kollegin Frau Dr. Miriam Zacharias vorgestellten Forschungsprojekt Cookie an. Steffen hat an der Technischen Universität Hamburg im Studiengang Verfahrenstechnik seinen Masterabschluss gemacht und ist unser Experte im Bereich des maschinellen Sehens. Bevor wir nun mit dem eigentlichen Vortrag beginnen, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Sie über den Chat die Möglichkeit haben, Fragen rund um den heutigen Vortrag an Steffen zu stellen. Eine Auswahl dieser Fragen wird dann am Ende der Veranstaltung in einer Q&A-Session beantwortet. Steffen, nun übergebe ich das Wort an dich. Ja, vielen Dank, Max, für die Vorstellung. Und genau, jetzt geht es auch gleich los. Genau, was ist eigentlich Computer Vision? Computer Vision beschäftigt sich mit der Extraktion von Informationen aus Bildern, ja, und danach die Nutzung dieser Informationen in einem spezifischen Kontext. Das klingt jetzt erstmal ziemlich abstrakt, und ist es auch quasi, denn das kann vieles bedeuten. Hier rechts sehen wir zum Beispiel ein Bild von einem Schiff. Wenn jetzt hier Bilderkennung etwas interpretieren soll, dann könnte es zum Beispiel sein, was sieht man hier? Sieht man ein Schiff? Ist das das Relevante? Sieht man Wasser? Oder sieht man vielleicht auch, oder will man eine Stimmung vorhersagen? Andererseits können es auch geometrische Aspekte sein, wie zum Beispiel Distanz zu anderen Objekten. Oder Winkel, die zur Navigation dienen könnten. Welche Informationen oder welche Merkmale sind eigentlich relevant oder wie beschreibt man die mathematisch? Durch Fortschritt in der künstlichen Intelligenz, vor allem Deep Learning und Convolutional Neural Networks, muss man sich heute damit nicht mehr wirklich befassen. Früher wurde in diesem Bereich sehr viel geforscht. Man hat handgeschriebene Feature-Deskriptoren entwickelt, um Objekte möglichst gut beschreiben zu können. Allerdings passen die nicht immer auf alle möglichen Ausprägungen, denn sind quasi unendlich viele Möglichkeiten gegeben. Tiefe neuronale Netze können Muster extrahieren, automatisch lernen, und zwar indem sie mit extrem vielen Bildern gefüttert werden und quasi die Relation zwischen den Bildpixeln, den Formationen und einem spezifischen Label herstellen. Das könnte hier zum Beispiel das Schiff sein, ja? Oder auch der Hintergrund. Es ist sehr kontextabhängig. Also so ein Netzwerk kann lernen, einfache Linien und Kanten zu erkennen, aber auch bis hin zu sehr komplexen Objekten. Und letztendlich so ein neuronales Netz ist quasi eine End-to-End-Pipeline. Ja? Die hohen Pixel werden reingegeben als Input, verarbeitet in vielen Transformationsschritten und am Ende einem bestimmten Output zugeordnet. Wie zum Beispiel ist hier ein Schiff oder ist es kein Schiff da, ist irgendein anderes Objekt und so weiter. Es gibt viele bekannte Anwendungsbeispiele, an denen wir uns heute orientieren können. Zum Beispiel optische Zifferenerkennung, was eigentlich schon sehr alt ist, Gesichtserkennung. Hier wird zum Beispiel eine Möglichkeit im Smartphone, um das den Display freizuschalten. Hier wird quasi eine Datenbank angelegt, die quasi die Merkmale eines bestimmten Gesichts abspeichert. Und jedes Mal, wenn man das Gesicht identifizieren will, werden die Merkmale, die extrahiert wurden aus dem Bild, mit der Datenbank abgeglichen. Und genau, man hat die Identität festgestellt. Anderes Beispiel zum Beispiel ist autonome Fahren, was heute sehr prominent ist. Man kennt es vielleicht oder vielfach in Blogs oder Tech-Blogs etc. gesehen, wie Objekte oder andere Autos spielen hier eine große Rolle und natürlich Personen, denen das Auto quasi ausweichen muss oder es muss stoppen oder zum Beispiel automatische Einparkhilfen. Hier spielt die Distanz mehr noch mit rein zum anderen Objekt, also dem Auto, mit dem eine Kollision quasi vermieden werden soll. Letztendlich lassen sich viele Prozesse in vielen Branchen durch Computer Vision automatisieren oder jedenfalls teilautomatisieren.
Und ja, hier gibt es noch eine jede Menge Potenzial für die Zukunft. Und genau, heute wollen wir euch ein paar oder ein Beispiel aus unserer Forschung vorstellen. Viele Anwendungen beschäftigen sich in irgendeiner Weise mit der Objekterkennung. Ja? Also in dem Bild soll ein bestimmtes Objekt identifiziert werden oder auch lokalisiert werden. Hier gibt es verschiedene Ansätze. Der einfachste ist quasi die Klassifizierung. Hier wird im Bild, was zur Verfügung steht, ein Label zugewiesen. Das kann wie in dem Beispiel auf der letzten Folie zum Beispiel das Schiff sein. Die Detektion geht hingegen noch einen Schritt weiter. Hier wird nicht nur dem Objekt eine Kategorie zugewiesen, sondern auch die Lokation, das heißt ungefähr die Pixel, in dem das Objekt sich befindet, werden vorhergesagt. Und noch einen Schritt weiter ist die Segmentation. Hier wird wirklich gesagt, oder hier soll wirklich gesagt werden, welche Pixel bilden das Objekt ab im rohen Bild. Hier wird quasi eine Maske über das Objekt gelegt. Genau, in unserem Projekt Cookie, was wir mit unserem Partner der HALA HCCR vorantreiben, forschen wir an der bildbasierten Schadenserkennung. Hier setzen wir Computer Vision ein, um Schäden an Leercontainern erkennen zu können. Und genau, in diesem Bereich ergeben sich verschiedene Fragestellungen. Zum Beispiel, ist der Container beschädigt, ja oder nein? Welche Schadenstypen existieren oder welche Schadenstypen können identifiziert werden? Welche Komponente zum Beispiel ist beschädigt? Wo ist die Lokation dieser Komponente? Und abschließend, wie soll dieser Schaden repariert werden? Das alles ist bildbasiert und genau. Wie gerade schon erklärt, die richtigen Features sollen hier extrahiert werden aus dem Bild und dann quasi eine oder mehrere dieser Fragestellungen beantwortet werden können. Das Ganze wird vom IHATIC-Projekt oder von der IHATIC gefördert und genau ist vom Bund finanziert. So, zur Veranschaulichung der Thematik haben wir ein kleines Video vorbereitet. Hier wird quasi im modellhafte, ja, hier wird quasi die Thematik modelliert und um sie heute etwas näher bringen zu können. So, hier sehen wir den Modellcontainer und prominent erstmal das HALA-Logo und unser Logo von Fraunhofer mit den jeweiligen Slogans wie Know-how und Gateway to the Future. Des Weiteren sehen wir hier zwei verschiedene Schadenstypen, den Schaden A und den Schaden B. Genau, das Modell, was hier angewendet wurde, ist ein Objektdetektor. Dieses Modell hat quasi gelernt, verschiedene Objekte, das sind die beiden Schäden und die Logos, hier zu kategorisieren und auch zu lokalisieren. Ja, deshalb wird immer diese Box, man nennt es auch Bounding Box, um das Objekt gezeichnet. Und genau, das Ganze ist quasi, das Modell wurde trainiert und zwar wurden Bilder aufgenommen und die wurden jeweils annotiert, sagt man, mit dieser Bounding Box und quasi mit einem Label versehen. Dadurch kann das Modell lernen, die Objekte voneinander zu differenzieren und auch ihre Lokation genau vorherzusagen. Wir sehen hier, dass es auch möglich ist, quasi mehrere Objekte derselben Instanz zu erkennen. Das heißt, Schaden B war gerade oder ist jetzt gerade zweimal im Bild. Und genau, so lässt sich quasi auch im Vergleich zu einfachen Klassifikationen die Anzahl von Objekten oder in diesem Fall Schäden angeben und genau identifizieren, wo sind sie im Bild. So, hier nochmal zwei eher als Problemfälle oder die man als Herausforderungen in diesem Bereich betrachten kann. Das ist einmal links sehen wir, wenn der Winkel etwas zu scharf wird, dann verschwindet das Objekt. Das ist natürlich ganz normal, also auch der Mensch würde es irgendwann nicht mehr erkennen können. Wichtig hierbei für das Training eines solchen Modells ist es, dass man am besten verschiedenste Winkel eines Objektes in den unterschiedlichen Bildern, die während des Trainings dem Modell gefüttert werden, zur Verfügung hat. Denn je nach Winkel kann ein Objekt oder auch der Schaden unterschiedlich aussehen oder eine unterschiedliche Repräsentation abbilden.
die natürlich gelernt werden muss, um ein möglichst robustes Modell zu haben, was jetzt nicht nur 90 Grad drauf die Schäden erkennen kann. Genau, im Bild daneben oder im GIF daneben sehen wir, dass hier natürlich, wenn man relativ weit rauszoomt, das heißt die Kamera zurückgeht, dass hier die Bounding Boxen verschwinden, als erstes bei den Schäden B und dann A. Es liegt daran, dass das Objekt ist irgendwann zu klein, um quasi noch erkannt werden zu können. Das ist generell ein großes Problem bei Detektion und da quasi ein kleines Objekt natürlich weniger Informationsdichte hat als ein größeres. Hier ist es auch wichtig, dann während des Trainingsprozesses Bilder oder Objekte am besten in verschiedener Größe zu annotieren, damit das Modell lernt oder lernen kann. Es gibt kleine Objekte und es gibt auch große. Ne? Eine weitere Sache, die hier auffällt, ist besonders bei der Bounding Box und das HALA HCCR Logo, dass hier die rechteckige Bounding Box nicht unbedingt optimal ist, um das Objekt wirklich gezielt einzukreisen. Ne? Das liegt einmal daran, dass hier natürlich das Logo schräg im Bild ist. Ja? Die Bounding Box wird aber in diesem Ansatz immer quasi rechteckig oder rechteckig gezeichnet in Relation zum aufgenommenen Bild oder Videoframe. Genau, sonst kann man noch sagen, dass, oder es gibt hier natürlich auch andere Ansätze wie die Segmentation, wo eine genaue Maske über das Objekt gelegt werden kann. Hier hätte man das Problem nicht, ist es aber letztendlich auch aufwendiger umzusetzen. Genau, das ist, was wir hier jetzt gesehen haben, wurde im Nachgang bearbeitet. Das heißt, das Modell wurde erst trainiert und dann wurde auf verschiedene Frames oder des Videos quasi predicted. Das heißt, die Klassen wurden vorhergesagt und die Bounding Boxen wurden gezeichnet. Solche Modelle lassen sich teilweise aber auch live anwenden, je nach Architektur und können somit zum Beispiel im Feld der, besonders im Bereich des autonomen Fahrens, sowas natürlich sehr wichtig oder das die Modelle zum Beispiel auch auf Mobile Devices laufen und daran wird im Moment auch effektiv geforscht, die Modelle immer effizienter zu machen, Ressourcen, Memory sparender und so weiter. In der Realität ist die Schadenserkennung natürlich weitaus komplexer als hier dargestellt. Ja, es gibt nicht nur zwei Schäden, nicht nur den Schaden A und B, es gibt eine relativ hohe Anzahl von Schäden. Es gibt Schnitte, Dellen, Löcher, Rost etc., die dann auch jeweils nicht nur in einer Ausprägung vorhanden sind. Man kann sich das natürlich vorstellen, es gibt verschiedene Schnitte, die auftreten können, Dellen etc. Und genau, hier hat man natürlich eine weitaus höhere Komplexität und benötigt letztendlich auch viel mehr Bilder für das Training im Vergleich zu dem, was wir gerade gesehen haben. Sonstige Herausforderungen sind natürlich Verschmutzung oder oberflächlicher Rost, wo man nicht mehr genau entscheiden kann oder wo man quasi weitere Untersuchungen anstellen müsste, um zu sehen, ist jetzt wirklich ein Strukturschaden entstanden oder ist es nur der Lack an der Oberfläche. Weiterhin haben wir in der Realität natürlich variierende Lichtverhältnisse, was wir in unserem Modellaufbau gerade nicht hatten, denn das war quasi unter Laborbedingungen. Und genau, was natürlich auch immer mit reinspielt, was wir auch im Video gesehen haben, letztendlich Distanz zum Schaden ist wichtig, der Winkel, in dem der Schaden möglicherweise zu sehen ist oder auch nicht zu sehen ist, oder quasi auch geometrische Aspekte. Ne? Tiefe kann man nicht immer unbedingt erkennen, zum Beispiel wenn 90 Grad jetzt draufgehalten wurde mit der Kamera, dann kann man möglicherweise irgendwelche Ausbuchtungen nicht erkennen, die man von der Seite vielleicht schon sehen würde. Genau, hier würde dann die Bilderkennung natürlich an ihre Grenzen stoßen. So, das war es doch schon mit meinem Vortrag. Was wir festhalten können, ist quasi, dass Deep Learning Modelle sind universell einsetzbar. Ja, es kommt eigentlich nur noch auf die Daten an, mit denen sie gefüttert werden und getrainiert werden dann letztendlich. Und es lassen sich theoretisch immer recht hohe Leistungsfähigkeiten erreichen. Genau, entscheidendster Faktor ist die Menge, Qualität der Bilder und letztendlich natürlich auch das Know-how, um so ein Modell umzusetzen und zu deployen am Ende in die Produktion.
Dann möchte ich mich an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit bedanken und gebe zurück an Max. Ja, Steffen, vielen Dank für deinen wirklich interessanten Vortrag. Ich denke, wir konnten alle viel lernen. Wie gesagt, zum Abschluss dieser Veranstaltung möchten wir noch ausgewählte Fragen, die aus dem Publikum gestellt worden sind, beantwortet bekommen von dir. Wir haben hier eine Frage, die dir geht darum, du hast gesagt, das Tool kann man bzw. die Bilderkennung in verschiedenen Branchen auch anwenden. Und jetzt die Frage, was man dafür benötigt, um ein entsprechendes Tool, was du heute vorgestellt hast, auf andere Bereiche zu überführen. Genau, also ja, habe ich quasi eigentlich schon gerade erklärt. Also natürlich muss je nach Branche oder je nach Prozess muss eine bestimmte Datenbasis vorhanden sein. Wenn die nicht vorhanden ist, dann muss sie halt geschaffen werden durch am besten durchdachte Aufnahmen von dem Problem, was man lösen will. Es ist zum Beispiel möglich, Kameras zu installieren, um ein sehr automatisiertes System zu haben. Kann das natürlich auch umsetzen, indem Mitarbeiter zum Beispiel mit Mobile Devices Fotos machen. Und genau hier gilt es einfach erstmal eine qualitativ hochwertige Datenbasis aufzubauen, immer mit dem Ziel im Hintergrund oder immer mit Bedenken, was man eigentlich realisieren will und wie. Und natürlich, das Know-how muss irgendwie vorhanden sein, entweder in der Branche oder man sucht sich einen Partner, wie zum Beispiel das CML. Ja, in dem Bereich würde ich gerne nochmal ansetzen wollen. Und zwar gibt es hier noch eine Frage weiter aus dem Publikum. Und zwar, kannst du auch noch was zu der Menge an Daten erzählen, die man benötigt, um beispielsweise jetzt hier einen spezifischen Schadenstyp erkennen zu können? Genau, also es ist natürlich immer sehr davon abhängig, wie viele Ausprägungen oder wie divers quasi der Schaden ist. Mindestens 1000 Bilder sollte man haben. Es gibt ja aber unterschiedliche Ansätze. Man nennt das auch Transfer Learning, wo quasi von einer anderen Domäne auf einen Datensatz vortrainiert wurde, sodass das Modell schon in der Lage ist, gewisse Muster zu extrahieren. Und das kann wiederum verwendet werden, um auf ein anderes Problem angewendet, um es auf ein anderes Problem anzuwenden. Generell geht aber, je mehr Daten, umso besser. Ja, super. Ich denke, das ist ein sehr hilfreicher Hinweis und schon mal so eine grobe Orientierung für unsere Zuschauer. Und damit würde ich zum Abschluss nur noch eine Frage beantwortet haben. Und zwar geht es hier darum, du hast es vorhin auch schon in deinem Vortrag angesprochen, aber vielleicht könntest du noch mal die größten Herausforderungen im Bereich der Schadenserkennung kurz zusammenfassen. Die größten Herausforderungen sind quasi die generelle Sichtbarkeit der Schäden. Es gibt hier in unserem Projekt unterschiedlichste Bilder. Es gibt Nahaufnahmen, es gibt aber auch Aufnahmen, die den gesamten Container umfassen. Hier gibt es quasi zwei Vor- und Nachteile mit den Aufnahmen des gesamten Containers. Hier gibt es beschädigte und unbeschädigte Aufnahmen quasi. Hier könnte ein Modell lernen zu differenzieren zwischen den beschädigten und unbeschädigten Containern. Bei den Nahaufnahmen haben wir quasi nur Schäden, aber dafür quasi in relativ in geringer Distanz. Das heißt, die Schäden sind sehr gut erkennbar. Allerdings, hier ist quasi der Nachteil, dass man keinen Vergleich zum unbeschädigten Fall hat, obwohl das in nächster Zeit immer mehr hinzukommen wird, dass man auch sogenannte Post-Processing Pictures hier hat, womit man hier vielleicht auch weiterarbeiten könnte. Ja, vielen Dank. Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Veranstaltung angekommen. Da bleibt mir nichts mehr übrig, außer mich im Namen von Steffen und mir ganz herzlich bei Ihnen für das entgegengebrachte Interesse an der heutigen Veranstaltung mich bei Ihnen zu bedanken. Wir hoffen, dass Ihnen der Vortrag gefallen hat und wenn Sie zum Bereich im Bereich Computer Vision noch Fragen an uns haben, Sie sehen die Kontaktdetails von Steffen, dann haben Sie keine Scheu, kommen Sie auf uns zu und wir würden uns freuen, wenn Sie da Kontakt aufnehmen. Damit ist nur noch ein Hinweis, noch eine kleine Ankündigung auf den Vortrag der nächsten Woche, den wir hier sehen.
Da geht es um die Frage, how can robots clean up our mess? Ein Vortrag von Cosmin Delea, denke ich auch ein sehr spannendes Thema. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie auch in der nächsten Woche wieder einschalten. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende und ja, vielen Dank.